Servus Leute, willkommen zu meinen Neuzugängen aus dem August. Ja, ich fange gleich mal mit den drei Büchern an, mit den drei E-Books. Ich halte euch einfach das Hardcover mal in die Kamera, denn mein Lesemonat, das ist dieses Hardcover. Das sind die drei E-Books in einem Hardcover verarbeitet. Das Erbe der Macht, Schattenchronik 1, Das Erwachen. Das sind drinnen Aurafeuer, Essenzstab und Wechselbalg. Das sind die ersten drei E-Book-Teile. Ich lese euch hier mal was vor. Die Welt, wie du sie kennst, ist eine Lüge. Seit über einem Jahrhundert verbirgt der Wall die magische Gesellschaft vor Menschenaugen. Garantiert Friede und Gleichheit zwischen Menschen und Magiern. Doch in den Schatten tobt ein Krieg um die Vorherrschaft. Jennifer Danvers ist eine Lichtkämpferin. Als ihr Freund und Kampfgefährte stirbt, erwacht mit Alexander Kent ein neuer Erbe der Macht, der von ihr in die Welt der Magie eingeführt werden muss. Keine von beiden ahnt, dass das Gleichgewicht der Kräfte außer Kontrolle geraten ist. Das Böse holt zum großen Schlag aus, um den Wall endgültig zu zerschmettern. Machtvolle Zauber, gefährliche Artefakte, uralte Katakomben und geheime Archive. Kämpfe mit Lichtkämpfern und dem Rat des Lichts. Johanna von Orléans, Leonardo da Vinci und viele mehr um den Erhalt der Menschheit. Ja, Albert Einstein ist auch dabei. Das ist hier der erste Teil. Ich denke, ich habe jetzt gar noch nicht genau nachgeschaut, aber die Teile 4 bis 6 sind, glaube ich, hier in dem zweiten Teil der Schattenchronik. Feuerblut verarbeitet. Und der dritte Teil der Schattenchronik, also das Erbe der Macht, Schattenchronik 3, Ascheatem, das ist dieses hier. Ich bin sehr gespannt. Ich habe die, wie gesagt, als Hardcover und als E-Book. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, gerade lese ich die am PC, ganz gemütlich gechillt auf meinem Sofa und schaue in meinen riesen Monitor und bin da ganz relaxed. Macht echt Laune. Kommen wir zu, ich sag mal, erstmal vier Riesenkloppen, die ich mir angeschafft habe. Ich glaube, zwei oder so Teile fehlen da noch von der Reihe und ein Teil, der ist noch gar nicht geschrieben. Dafür gibt es unglaublich erfolgreiche Serie, Fernsehserie oder whatever. Ihr könnt es euch schon denken, von George R. R. Martin, das Lied von Eis und Feuer. Und ich glaube, das hier ist der erste Teil, oder? Die Herren von Winterfell, dieses Riesenteil, das ist so, ja, das hier ist der zweite Teil, das Erbe von Winterfell, glaube ich, ist das zweite Buch, ja. Dann haben wir drittes Buch, der Thron der sieben Königreiche. Ja, ja, ja. Und der vierte Teil, ja,
der vierte Teil, die Saat des goldenen Löwen. Ja, ich lese jetzt mal nichts davor, weil ihr werdet wahrscheinlich die Serie schon verfolgt haben, im Gegensatz zu mir. Ich habe mal kurz beim Durchswitchen so reingeschaut, das war's aber. Ansonsten ist Game of Thrones, bis auf die coole Titelmusik, ja, die taucht, bisher total an mir vorbeigegangen und eben auch die Bücher. Ich weiß nicht warum, aber ja, ich habe mir gedacht, ich lese erstmal die Bücher und dann steige ich da mal ein. Aber nachdem der Autor ja den letzten oder vorletzten oder Teil bisher noch nicht geschrieben hat und die Serie ja mittlerweile sogar schon weiter ist, als es in den Büchern ist, bringt mich das irgendwie voll aus dem Konzept. Und ich dachte eigentlich, was auch immer, jetzt will ich irgendwann mal anfangen. Und vielleicht packt mich ja dann dieses Game of Thrones Fieber und ich zammer dann auch noch die Serie rein, wie es ein paar Kumpels und Kollegen von mir schon gemacht haben. Die haben sich die 6 oder 7 Staffeln innerhalb kürzester Zeit reingezogen, als sie mal Urlaub hatten oder abends immer so und so viele Folgen hintereinander und das wochenlang jeden Tag. Und boah, aber wie auch immer, ich habe mir jetzt gedacht, ich fange irgendwann mal damit an und dann packt es mich hoffentlich auch, dieses Eis- und Feuer-Fieber. Ich habe aber noch ein Buch. Und das ist auch noch von einer meiner Lieblingsautorinnen, von Daphne Unruh. Ja, Fliedertraum. Das ist das neue Werk aus der Zauber der Elemente-Welt. Es spielt, glaube ich, in Köln. Und ich lese euch das einfach mal vor. Laura, 19, lebt in einer magischen Welt und hat die Wirklichkeit noch nie gesehen. Ihr Leben auf blühenden Inseln mit zauberhaften Wesen und ewigem Sommer könnte perfekt sein. Doch sie sehnt sich nach der echten Welt, einer Stadt namens Köln. Nur leider kann sie dort nicht hinreisen, da ausgerechnet sie keine magischen Fähigkeiten besitzt. Hängt all dies mit dem Geheimnis zusammen, das ihre Mutter um Lauras Geburt und ihren Vater macht? Denn zeigt sich bis zu ihrem 20. Geburtstag keine besondere Begabung, muss sie für immer in der magischen Welt bleiben. Völlig unerwartet wird Laura in die reale Welt katapultiert und kommt ihrer wahren Geschichte auf die Spur. Während sie den Schock darüber verdauen muss, droht ihre magische Heimat unterzugehen. Zu allem Überfluss scheint Laura und Fabio, ein junger Filmemacher, den sie in Köln kennenlernt und der sie eigentlich nicht interessieren sollte, auch noch schuld daran zu sein. Falls ihr die magische Welt um Zauber der Elemente nicht kennt, fangt einfach mit Himmelstiefe an, lest dann Schattenmelodie, Seerosennacht und Blütendämmerung. Und dann könnt ihr auf jeden Fall hier mit einsteigen. Aber ich denke, was ich so gehört habe von der Autorin, kann man das ganz getrost auch ohne Vorkenntnisse der Zauber der Elemente-Reihe, also um Himmelstiefe, lesen. Denn das ist von der ganzen Geschichte völlig unabhängig geschrieben. Und ich freue mich riesig drauf, wieder in die Welt von Zauber der Elemente einzutauchen. Dieser magischen Welt, die sich Daphne Unruh ausgedacht hat.
ich liebe ja ihren Schreibstil und ich liebe diese Welt, diese magische Welt, so cool. Ihr müsst es unbedingt auch lesen, würde ich mal sagen. Okay, ich greife da jetzt mal ein bisschen vor, weil ich habe es selber leider noch nicht gelesen. Ich bin noch nicht dazugekommen. Aber ich denke, ihr werdet mein Resümee quasi in Form einer Rezension wohl hier sehen. Und tja, das ja, waren meine Neuzugänge aus dem August. Ja, in diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.